dieser Variante wird der Fokus auf Gemeinschaft und Natur gelegt. Er basiert auf der momentanen Nutzung des Platzes als nachbarschaftlicher Ruheort und wird mit einigen gesammelten Wünschen der Nachbarschaft ergänzt. Noch immer steht der Baum und die vorhandene Freifläche im Vordergrund. Es soll genügend offene Fläche für sportliche und gemeinschaftliche Aktivitäten bleiben. Durch ein zweites Tor am südlichen Ende des Platzes wird der Zugang zum Raum erleichtert. Die Rosen machen Platz für das Beet vor der Tür, wo frische Kräuter für das gemeinsame Abendessen geerntet werden können. Und in der Platzkiste lagert das notwendige Gartenwerkzeug dafür. Auf dem Infoboard kann sich zum gemeinsamen Lesen oder Abendessen verabredet werden, während die mobile Bank insbesondere älteren Menschen das Verweilen ermöglicht. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Naturseite. Hier entsteht eine Blühwiese, um mit Insektenhotels die lokale Biodiversität und das Naturverständnis zu erhöhen. Und statt eines ständigen Streichelzoos können Hühner oder eine kleine Schafsherde für eine extensive Pflege eingesetzt werden. Mit diesem Entwurf bleibt die Ruhe am Lichtenbergplatz und der vorhandene Gemeinschaftsgeist der NachbarInnen wird gestärkt.